Und dann hat er einfach seinen Dick outgewippt und dann hat er dahin gepisst vor den ganzen Leuten. Alter, das ist einfach großartig. Tilo, was hast denn du da offen? Ich bin gerade in Nostrawiki und habe zufällig einen Artikel gefunden, der nennt sich Weimar. Mhm. Komischer Name. Da geht es um eine kreisfreie Stadt in Thüringen, aber die kenne ich nicht. Okay, na dann lies mal vor, was steht denn da? Ich lese vor, Weimar ist eine kreisfreie Stadt in Thüringen in Deutschland, die vor allem für ihr kulturelles Erbe bekannt ist. Mhm. Zum kulturellen Erbe der Stadt gehören neben den Traditionen der Weimarer Klassik um Noster, Armloch, Tetzlaff und Ranacher auch das Bauhaus. Mhm. Spannend. Okay. Noch nie gehört. Oder auch Franz Liszt. Was ist denn da? Der Feger. Der Feger. Mhm. Der Straßenfeger vielleicht. Mhm. Krass, ich würde gerne mehr darüber sprechen, über diese Stadt. Ja, ein Glück, so ein Zufall. Servertest hat vor 50 Jahren hier mal gesagt, ey, macht mal einen Hörerwunsch über Weimar. Ja, dann kommt er heute, aber sofort. Lassen wir uns ja nicht ewig bitten. Na dann, Intro. Ach scheiße, das war ja wahrscheinlich schon, weil wir sagen ja immer so komische Sachen und dann reiße ich die aus dem Kontext und dann sind die noch schlimmer. So ein kalter Öffner irgendwie, ja. Genau. Wir senden heute live aus Weimar, aus der Stadt, um die es heute gehen soll. Extra angereist. Ja. Wir sind hier extra hingefahren, haben uns das mal angeguckt, damit wir uns eine fundierte Meinung bilden können über diese Stadt. Tino hat richtig gesagt, wir hatten wohl schon mal einen ähnlichen Podcast als Hörerwunsch und zwar über so Ortschaften, die so vielleicht Geheimtipps sind oder so, oder die schönsten Orte. Heute kommen die offiziellen Tipps. Die Touri-Version. Die Personen, die Geschehnisse, sowas. Wie es angefangen hat vielleicht auch. Wie hat es denn angefangen? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, aber Weimar ist halt bekannt für Goethe und Schiller. Darauf sind haben wir ja noch nie stolz. Gehört. Ja, das wissen die wenigsten. Hm. Darauf sind die ja richtig krass stolz. Ja, können wir richtig mal vom Leder ziehen über die Stadt. Ja, sehr gerne. Ja, also würde ich niemals freiwillig wohnen hier. Ganz das Coole ist, wenn du am Theaterplatz sitzt so und diese Besuchergruppen, die ja anguckst, die erzählen immer das Gleiche, ne? die Touri-Führerinnen und Führer. Hm. Da gibt es immer die gleiche Geschichte, wenn die vor dem Denkmal stehen, heißt es immer, ja, hier stehen wir jetzt vor dem Nationaltheater und vor dem Goethe-Schiller-Denkmal. Was die wenigsten wissen, dass Goethe und Schiller gar nicht gleich groß waren, wie abgebildet auf dem Denkmal. Nein, eigentlich war Schiller viel größer, aber der Architekt, der Bildhauer dieses Denkmals wollte ihre geistige Größe auf eine Stufe stellen. Blablabla. Bla, deswegen bla. Ist Goethe jetzt gleich groß wie Schiller. Tausendmal gehört schon. Was ich noch einschieben wollte, das hat ja hier Tradition, dass die Führer immer das Gleiche erzählen. Ja, das stimmt. Ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ist egal. Die waren nicht gleich groß, Tino. Mind blown. Ich habe mal eine Die Partei-Demo gemacht zum Thema Goethe gab's gar nicht. Unter dem Pseudonym Goethe hat Schiller nur seine trivialen Werke veröffentlicht. Ja. Und da habe ich dann so, weiß ich, wer war, 60 Leute oder so und ich mit Megafon ganz vorne habe dann so gerufen, irgendwie, nie wieder Goethe. Dann waren wir vor dem Denkmal, wo ich dann gesagt habe, hier stehen wir vor dem Denkmal der Schande. Hab dann so ein bisschen erklärt, dass dann die Goethe-Werke viel erfolgreicher waren als Schillers Werke. Hast du dich da Höcke-Rhetorik bedient? Nein, andersrum. Er war auch dabei. Okay. Und hab dann gesagt, dass Schiller seinen Tod vorgetäuscht hat, um als Goethe weiterzuleben, weil seine Werke viel erfolgreicher waren. Weil Schiller starb ja viel früher, also etwas früher als Goethe. Und das muss man wirklich dazu sagen. Also Schiller hatte sehr viel kürzere Lebenszeit und hat sehr viel besseres Zeug geschrieben. Muss man so sagen. Und dann am nächsten Tag war in der Zeitung ein Artikel von wegen Ranacher und die Partei verstören Polizei und Anwohner. Mhm. War sehr witzig. Sehr gut. Verstören, Alter. Ja. Die sind ihres Lebens nicht mehr froh geworden, die Anwohner. Was? Der leugnet Goethe? Oh mein Gott. Es gibt viel, was man hier leugnen kann in Weimar, aber nicht Goethe. Ja. Man kann auch nicht leugnen, 65.000 Einwohner. Da hat sich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren nicht viel getan, wenn ich das so sehe. Also es war auch immer so, 64.000 war immer das, was ich im Kopf hatte. Weimar bleibt gleich. Ja, die Alten sterben halt. Wir haben halt relativ viele alte Leute.
aber auch sehr viele Touristen, was es natürlich sehr praktisch macht, hier Schabernack auf der Straße zu filmen, ohne Ja. dass jeder dich plötzlich kennt. Das stimmt. Wenn Und viele man. Studis auch, ne? Ja, aber in der Innenstadt eher nicht so. Die tummeln sich schon eher am Campus, wobei der jetzt gerade so ein bisschen guerillamäßig von der Crew um MCM gekapert wird. Also diese ganzen Assi-Events, da möchte ich sie mal nennen. Ganz vorsichtig. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie es da mit den Studis weitergeht. Aber da ist abends immer Bambule. Die sind vom Ja. Wili so ein bisschen zum Campus gezogen. Ich sehe verschiedene Gangs immer beim Campus. Mal sehe ich so diese eher so linksgerichteten Leute, so diese Punks. Dann sehe ich halt so diese Assi-Kinder und aber auch die Studis. Und stelle mir das mal so ein bisschen vor wie in so einem Grease-Film. War das Grease, wo diese Gangs? Ja, ich habe den nicht gesehen, aber mit Ich John auch nicht. Travolta hast du es. Genau. Weil sie dann so Dance-Battles machen irgendwie. Und natürlich MCM ganz vorne mit dabei. Und jetzt gerade dabei ist, die zu vertreiben, so ein bisschen. Den Campus zu Geiler, annektieren. geiler Song, Alter. Ja, der ist toll, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Was auch toll ist, ist Buchenwald. Lützendorf, Südstadt. Ich musste schnell auch was hinterher schieben, damit das nicht falsch rüberkommt. Da steht auch Nachbarschaften. Nachbarschaften, Buchenwald, ist Ja. ja ein eigener Vor allem die Ortsteil. Südstadt ist eine Nachbarschaft. Das ist ja auch irgendwie komisch. Ist nicht Teil von Weimar? Ein Stadtviertel ist Guck mal, es. das ist alles so rund ums Klinikum. Ja, da unten, genau. Da hätte ich mal fast gewohnt, da ist auch Kaufland, aber weiß nicht, ich fand die Gegend ein bisschen seltsam. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen. Bienenmuseum ist da auch. Ja, hier unten oben ist es eingereiht. Warst du mal im Wahrscheinlich. Bienenmuseum? Ich glaube schon. Ja, mehrfach. Ja. Also, ich hatte da schon Techtelmechtel. Ich habe da schon eine Robe geklaut vor 12 Jahren oder so, die dann jetzt im Vatikan Verjährt. gelandet Alles ist. verjährt. Ist verjährt. Auch der Sex. Alles Mit der verjährt, also. 13-Jährigen ist verjährt. Jetzt, Ja, wenn also. man selber 13 ist. Nee, also Bienenmuseum, da habe ich auch schon Kuchen geklaut, aber es war Mundraub. Ich hatte Hunger und da Naja, das ist vorne war klar. eine Riesenveranstaltung. Das war auch schon wieder bestimmt 10 Jahre her. Ey. Vorne war eine Riesenveranstaltung und hinten waren echt. Wir gehen da rein, da war das Tor offen. Also es stand nicht offen, es war halt offen. Man konnte es öffnen. Habe mich angelehnt an die Tür und dann ist sie Genau. aufgesprungen und oder ja. Also überleg dir das mal, so ein glücklicher Zufall. Du gehst einfach so lustigerweise einfach mal ein bisschen rum. Ich glaube, wir waren zu zweit oder zu dritt. Machst eine Tür auf und auf einmal siehst du, okay, hier im Hof, da stehen so Tische und da sind einfach 30 Kuchen aufgestellt. Das war natürlich literally gefundenes Fressen für Und uns. der arme Homeless Robin, wie er da kam mit seinem kaputten Skateboard und so, und kaputten Ja. Knie, fast umgefahren worden da an der Straße. Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Witzigerweise bin ich wirklich fast umgefahren worden, da Ja, direkt ich daneben. kenne die Stories alle, Ja, ja. das ist genau daneben gewesen. Ja, das war sehr lecker. Ich wurde mal vom Bienenmuseum engagiert. Das ist schon ein paar Jahre her. Da kam irgendwie war das eine E-Mail oder Anruf? Ich weiß es echt nicht mehr, es ist lange her. Dass sie einen Schauspieler suchen. Und ich so, ja, cool, was soll ich denn machen? Es war so um die Weihnachtszeit rum. Wir suchen jemanden, der Weihnachtsmann spielt. Und ich so, ja, hier ist aber Tino Ranacher, wissen Sie, wie ich aussehe? Ich sehe nicht aus wie ein Weihnachtsmann so und ich bin da eher so schmächtig und klein. Ja, das ist kein Problem, das sind ja so kleine Kinder, die achten da nicht so drauf. Die checken das nicht, die sehen Rotznull. Da war ich dann Weihnachtsmann dort für irgendwelche kleinen Kinder. Das war furchtbar witzig. Ich halt so als Himpfling. Die hatten dann die haben schon ein Kostüm, das müssen sie noch anziehen und so. Aber es war ein roter Bartmantel und ein furchtbarer Bart, der selbst gemacht worden ist, und so eine rote Mütze. Also ich sah echt lächerlich aus. Ich bin so froh, dass es nicht gefilmt worden ist. Ich habe noch Fotos davon, aber das war jetzt nicht meine schönste Rolle, sage ich mal. Okay. Geil. Ich habe auch gerade festgestellt, dass ich sehr, sehr viel öfter im fucking Bienenmuseum war, als ich das so irgendwie präsent hatte. Ich habe da schon mehrfach Pen and Paper gespielt. Da war von Christopher schon so eine große Geburtstagsfeier. Wir hatten da irgendwie so eine Weihnachtsfeier von der Schule aus, wo wir so ein hässliches Theaterstück vorgespielt haben. Erna hatte Bumnadelt. Also ganz, ganz schlimm. Und Pen and Paper, Penetration. wenn man reinkommt und gerade durchgeht, dann geht es die Treppe hoch und dann halt geht um die Ecke die Treppe hoch, dann geradeaus und dann auf der rechten Seite ist, glaube ich, so ein kleiner Raum und da war damals das Imkerkostüm und dieses Imker. Ja. Imkerkostüm und diese Priesterrobe. Ja. Und wir waren da zu zweit und dann haben wir gedacht, okay, das ist, also so ein Imker-Ding können wir jetzt nicht mitnehmen, das ist auch übrigens auffällig, Ist ja voll asozial zu klauen ja, hier. es wäre übelst asozial zu klauen, aber diese Robe. Wir waren, glaube ich, nicht mal 18, als das passiert ist, ja. Das Ninja-Video ist wann gekommen? Ich glaube 2009.
2009 bin ich 18 geworden, aber da hatte ich das ja auch schon echt lange. Also, egal. So, und auf der linken Seite ist tatsächlich aber Museumsteil und da ist dann so ein richtig großer Raum mit so einer Empore, wo du den ganzen Raum überblickst. Da kann man einen guten Verkehr haben. Also, es ist wie ein Museum. Ich war da übelst oft, Alter. Aber es spielt für mich trotzdem überhaupt keine Rolle. Aber Servertest, falls du jemals nach Weimar gehst, Spielmuseum, das ist der heiße kennst Scheiß du. auf jeden Fall. Daneben ist auch die Waldorfschule, ne, die sehr, sehr bekannt geworden ist für irgendwelche Prügelstrafen und so. Ja, für die Holzschnecke. Und die Holzschnecke, stimmt, die wir noch ein paar Folgen vergeben haben. Ja. Ich habe auch Freunde dort, die da auf die Schule gegangen sind. Die haben auch berichtet, dass es das zu ihrer Zeit nicht gab. Also sie haben das nicht mitbekommen, aber sie kennen diese Gruselgeschichten auf jeden Fall. Ja. Die Holzschnecke war ein Gegenstand, den ein böser, böser Lehrer auf den Tisch gestellt hat beim langsamsten Schüler immer. Also erste Strafe war eine auf die Fresse. Zweite war quasi vors Schienbein treten. Aber Stufe 3, wenn du richtig Scheiße gebaut hast, dann kam die Holzschnecke auf deinen Tisch und alle wussten, oh, Ja, schäm dich. da hatten die Leute Respekt. Ja. Ja, und direkt daneben ist dann auch der Waldorf-Kindergarten, wo ich ein knappes Jahr gearbeitet habe. Ja. 10 Monate durch. Die ersten 2 Monate war ich ja in Buchenwald in der Jugendherberge. Wobei Buchenwald nicht gleich Buchenwald ist. Das ist ja, in erster Linie ist das nur ein Wald, Leute. Die Konnotation der Nazis, Ein asozial. Stadtteil ist das ja. Ja. Ja, und da war ich 10 Monate und es war ziemlich gut. Also hat echt Spaß gemacht. Vor allem, weil ich halt offiziell 8 Stunden gearbeitet habe, aber effektiv nur 5. Kenn ich. Und habe in der Nähe auch gewohnt. Da konnte ich in der Mittagspause auch noch mal 1 Stunde heim und so. War alles geil. Aber auf Dauer muss ich sagen, verblödet man halt, wenn man nur mit Kindern zu tun hat. Aber wolltest du mal echt Erzieher werden? Na, weiß nicht. Also ich komme mit denen schon gut klar, so. Halt mit den Aber Kollegen. mit den Kollegen? Nee, mit den Wenstern. Also das liegt mir schon an sich. Wenn dann halt, glaube ich, schon eher Richtung Lehrer für nicht ganz so intelligente Menschen. Also Grundschule oder so, aber nicht ernsthaft so, Was keine sind Ahnung. intelligente Menschen? Grundschule. Nein, ich meine, also jetzt, wenn ich Lehrer irgendwie im Gymnasium für die gehobenen Leute machen müsste, komme ich ja gar nicht mehr hinterher. Also Sport, klar, und so, und Englisch, okay, aber Mathe, Physik. ja, nee, also sowas auf keinen Fall. Deutsch vielleicht noch, aber das wäre mir zu räudig. Oder so Darstellung, Gestalten und Kunst. So. Das sind auch so Chill-Fächer oder Ethik. Ja, doch, Kunst. Vielleicht das muss ich doch noch einen neuen Weg einschlagen. Aber warum nicht? Nie zu spät. Es ist Nietzsches spät. Nietzsche spät. Ja. Ja, auch Nietzsche war in Weimar, aber ich kenne seine Story gar nicht so krass, was er hier alles so gemacht hat. Na, der hat ganz klar gesagt, Hitler, mach mal hier Drittes Reich. Ach Genau so, so der war hat ihn es. aufgefordert dazu. Ja. Das Es wissen wir wird bei alle. Zeitveränderung Genau das hat hat hier. Nietzsche gesagt. Herrenrasse und alles. Hat der Nietzsche gesagt. Ja, Fläche 84 Quadratkilometer. Ich dachte gerade, warte mal, ist ja übelst wenig, aber klar, Quadratmeter. Kilometer. Ich werde Mathelehrer. Höhe 208 Meter. Heißt Kriege ich das? nichts von mit. Naja, die Lage im Vergleich zum Meeresspiegel. Ach so, das meinen die immer. Ach so, okay. Wo nimmt man das Ist gar auch nicht her? so hoch, Also, ne? wo wird denn das gemessen? Am Mittelpunkt der Stadt, am Theaterplatz Ne, oder im die Durchschnitt? schicken jemanden irgendwie zur Ostsee, der macht dann so hier, der hält dann so die Hände so hoch und Ja. läuft dann quasi nach Weimar, und wenn er dann so Und unten hält ist. an. Und Genau. dann passen seine Hände 400 Mal da rein. Ungefähr. So Pi mal Daumen, weißt du? Ne. Wir haben einen Oberbürgermeister, der parteilos ist in Weimar. Ah, weißt du, Das Herr ist. Kleine, der kann mir gestohlen bleiben. Seit ich von MCM erfahren habe, dass der gar keine Reichweite hat. Ja, das ist relevant für den Bürgermeister. Außerdem macht Herr Kleine nicht die Uhr wieder ganz am Das Goetheplatz. stimmt. Das ist ein großer Skandal. Da haben wir damals mit Herodes so ein Parteiplakat gemacht, wo Herodes auf die Uhr zeigt und dann haben wir drüber geschrieben, Es ist Herr kurz vor Kleine, es 12. ist 10 vor 2 oder so. Also. Ja, sehr, sehr witzig. Und ja, das ist echt verwirrend, weil ich echt mal dachte, dass es noch geht. So und dann dachte, oh, ich bin noch voll Zeit, voll chillig so. Bin langsam gelaufen, guckt dann so echt auf die Uhr. Oh, es ist schon 10 nach und so. Ja, Ja, da siehst du dumm. mal, wie die Welt einfach direkt zerbröselt, nur weil Herr Kleine so untätig ist. Ja. Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Es war ein großes Versprechen von ihm, er hat seinen Wahlkampf drauf aufgebaut, von wegen die Uhr wird repariert und so, aber ist deswegen auch gewählt worden mit echt
also es waren 70, 60%, also war richtig viel jedenfalls. Die haben den Wolf abgewählt, der von der SPD lange Jahre. Wolfgang Wolf, nee, Stefan Stefan Wolf. Wolf, der jetzt gar nicht so schlecht unbedingt war, aber du hast gemerkt, die Leute haben Bock auf jemand Neues, weil der war es schon irgendwie ganz viele Jahre. Ja, was macht denn der? Also, um auch nochmal MCM zu zitieren, hat Bürgermeister was mit Politik zu tun? Naja, jetzt nicht so krass, nicht wie man denkt. Der ist ja eher so der Chef der Verwaltung irgendwie. Und ja, doch schon. Ja, also ich sag mal so, Herr Klein hat ja irgendwie Wunder bewirkt, aber halt positive wie negative. Es war ganz oft so, dass Weimar den lowesten, also wirklich den allerlowesten Inzidenzstand in Deutschland hatte. Hatte auch zu meinem Geburtstag letztes Jahr komplett null. Das war cool, ja. So. Und dann wiederum hat Weimar den absolut höchsten Stand in Deutschland gehabt, Ja, oftmals. ja. Das war wirklich in den letzten 2 Jahren ganz oft. Ein Mann der Also, Herr Extreme. Kleine, was machen Sie denn? Ein Mann der Extreme. Ja, ist ein Wahrscheinlich Extremist. ist auch sein Penis einfach immens groß im schlaffen Zustand, aber schrumpft dann, Und wenn wird hart, er ja. erigiert wird, so, weißt du? Ja. Der kann nur klein und ganz groß. Ja. Das ist wie mit diesem. Kennst du diese? Das ist auch so Waldorf-Spielzeug, wo du so ziehst und dann. Das ist so eine Puppe, wenn du so ziehst, dann wird das Bein fest, aber kurz. Und wenn du locker lässt, dann wären es so Ja, einzelne voll. Teile. Dann fällt es so zusammen, ne? Genau. Ja, das ist So cool. ist der Penis von Herr Kleine. Ob wir den noch eingeladen bekommen bei uns Ich im hoffe ja endlich mal. Podcast? Wir haben ihn noch nie eingeladen offiziell. Ich habe ihn nur manchmal so, also so im Podcast eingeladen, aber ich weiß, er hört ihn. Ja, Natürlich. der hört den jedes Mal doppelt, Na Alter. klar. Der hört einmal nur dir zu und dann einmal nur mir Aber zu. er grüßt mich in der Stadt immer, wenn er mich sieht. Schön. Auch schon mal so Ach, der Hallo. grüßt doch bestimmt alle. Der ist wie Kani, der alle einfach nur Baby nennt, die weiblich sind. Kani ist nämlich eine weitere von diesen wichtigen Weimarer Stimmt. Persönlichkeiten-Server-Tests. Wenn du hierher kommst, dann musst du zum Sinistar gehen. Und jetzt kann ich Kani doxen, weil der sich nämlich selber doxt, der Hund. Du gehst zum Sinister, gehst da ein bisschen weiter, dann geht so eine Gasse rein und diese Gasse gehst du bis zur Hälfte rein und dann siehst du schon auf dem Boden einen Hollywood-Stern Beim El Burrito. beim El Burrito genau. Auf dem steht Kani. Das ist ein DDR-Musiker, der sich für so wichtig hält, dass jeder wissen muss, wo er wohnt, dass er ein. Kani East quasi. Ja, genau, das ist Kani East. Der hat Hollywood-Stern auf seiner Eingangspforte stehen. Ist doch schon cringy, oder? Ein bisschen, Eigentlich. ja. Ich weiß nicht, ich sehe den immer in der Stadt, denke mir, der sieht echt aus wie so ein Wannabe-Rockstar. Ja. Also er könnte auch einer sein, irgendwie, von der Optik her, aber er war es ja nie. Er ist halt so ein Typ in Weimar, der halt einfach oft auf der Bühne stand, so bei Stadtfesten, hat irgendwelche Cover-Rock'n'Roll-Songs Der gespielt. hat für die FDP-Wahlkampf-Performance gemacht in der Schillerstraße, als sie da Ja. ihr Büro hatten und hat so richtig schlecht Playback gesungen. Und er wollte mal auch für die Partei irgendwie was machen, aber kam dann doch nicht zu unseren Treffen. Er hatte da immer so ein Schnauzbart, so eine weiße Fukuhila, trägt auffällige Klamotten, irgendwelche weißen Anzüge und so, den erkennt man auf jeden Fall. Und er muss wohl letztes Jahr oder vor 2 Jahren einen Herzinfarkt bekommen haben, was halt auch dann in der Thüringer Allgemeinen zu lesen war, im Lokalteil. Und alle dachten, oh, kann er nie wieder spielen und so. Aber er ist wieder auf der Bühne und ihm geht's wieder grandios. Hammer. Es gab noch so einen Original. anderen alten Musiker von damals, glaube ich. So ein ganz, ganz dicker, der immer nur in so einem elektrischen Rollstuhl rumgefahren ist. Mit ganz viel Gedöns drauf, ne? Genau, ich halte es Ja. aber für wahrscheinlich, dass der die Pandemie vielleicht nicht überlebt hat. Ich habe den lange nicht gesehen. Ewig nicht mehr, das stimmt, ja. Aber ich kenne seine Story nicht. Ich habe ihn nur mal Na, der war auch gesehen. Musiker. Ich habe den einmal beim Kasseturm gesehen, wie er mit seinem humoristisch großen Körper so eine winzige Gitarre oder Ukulele sogar gehalten hat und dann war da Musik. Ah, spannend. Ja, es gibt so ein paar Personen, also um MCM kommt man natürlich auch nicht drum rum, Ja. aber es gibt schon so ein paar Weimarer Persönlichkeiten, ja, die sind einfach wichtig. Am Theaterplatz sieht man manchmal so einen Typen mit einer schwarzen Sonnenbrille, einem schwarzen Hut und einem Mantel, Bester Mann. der gerne mal rumpöbelt. Ich will seinen Namen aber nicht nennen, weil der ist ja nicht so öffentlich, glaube ich. Naja, Und aber es ist ja nur sein Vorname. der hat schon Menschen mit, wir nennen ihn einfach mal. Ich nenne ihn jetzt mal was in der Marine relevant ist. Sowas wie ein Pier oder ein Kai oder sowas. Okay, ein Kai, okay. Und Einfach nur mal jetzt so symbolisch. er sitzt so am Teeplatz so und pöbelt Menschen willkürlich an, hetzt gegen das Theater und hat den Intendanten immer so gerufen, als ich da war: Ja, Hasko, komm mal raus und hau mir eine drauf und so. Und ich habe auch mal hier am Theater gearbeitet und so. Und hat Menschen mit Steinen beworfen, die aus dem Theater rauskamen, hat
wohl auch auf dem Teeplatz mal gekackt. Also er hat echt vieles, also er hat viele Flüssigkeiten auf den Teeplatz verloren. Ja, da gab es ja die eine legendäre Geschichte. Saßen auf dem Teeplatz rum und alle haben Walzer getanzt, wie das halt im Sommer immer so ist. Sonntags, glaube ich. Und er stand halt da echt irgendwie 10 Minuten zwischen diesen tanzenden Leuten und hat sich nicht bewegt, hat die einfach nur so angeguckt, während die um ihn rumtanzen. Und dann hat er einfach seinen Dick outgewippt und dann hat er dahin gepisst vor den ganzen Leuten. Alter, das ist einfach großartig. Ja, es ist schon ein bisschen eklig. Also, der ist schwierig. Der wollte auch Anna schon mal ertränken. Das ist auch schon wieder über 12 Jahre wahrscheinlich. Aber nur verbal angedroht, nicht, dass er sie irgendwie angepasst hat. Er hat sie gefragt, ob sie eine Kippe hat. Und sie hat gesagt, nee, sorry. Und dann ist er ausgerastet und am WLAN-Platz und wollte sich so in den Brunnen da reindrücken. Das ist ja krass. Also der hat halt auch wahrscheinlich das ein oder andere psychische Problem. Er säuft ja auch jeden Tag, er hat immer eine Schnapsflasche dabei. Er war immer nett zu mir. Also Servertest, mein großer Tipp ist, und deswegen müssen wir den Namen ja einfach sagen, jedes Mal, wenn ich ihn sehe und er übelst aggressiv ist und ich sage, yo Kai, was geht? Dann ist er sofort super gelaunt. Ja. Der war noch nie scheiße zu mir, aber er pöbelt halt übelst viele Leute an. Ja, das stimmt. Also einfach, yo Kai, was geht? Und dann lässt er dich in Ruhe, dann ist er cool mit dir. Aber verwickel dich nicht in ein Gespräch mit ihm. Er macht auch vielen Leuten Angst, muss man sagen. Ja, ne, absolut. Also ich kenne gerade weibliche Personen, die halt sagen, sie laufen nicht gerne abends durch den Teeplatz, aus Angst, ihm zu begegnen. So, er hat noch nichts getan, irgendwie den Menschen, die ich kenne, aber viele haben trotzdem so ein bisschen Angst. Finde ich trotzdem uncool. Und ich weiß nicht, ob der wie krank ist oder so. Jedenfalls ein seltsamer Typ. Durchaus. Einer seiner besten Sprüche, die ich bis jetzt... Also ich muss sagen, der sagt auch echt hart antisemitischen Scheiß, ja, aber ja. Ich habe echt das Gefühl, dass es alles nur Provokation ist, dass der halt einfach, weißt du, der liebt es halt, Leute irgendwie auf die Palme zu bringen. Ja, der ist ja einfach durch im Kopf. Ja, der außerdem. Der muss krank sein, also irgendwas wie Psychose oder so. Ja, aber einer der lustigsten Sprüche, das kam einfach so aus dem Nichts und es ist so fucking random und ich musste so lachen. Ist auch schon ewig her. Saß er wieder da als Daywalker in seinem langen schwarzen Mantel, ne, mitten in der Sonne bei 40 Grad und da kommt eine sehr beleibte Frau vorbei mit einem Michael Jackson T-Shirt und er schreit in voller Inbrunst über den ganzen Platz. Frag mal deinen weißen Schwarzen, warum du so fett bist. Und das ist ein so random Satz, Alter. Ich musste so lachen, Alter. Das werde ich nie vergessen. Ja, der ist gut, das stimmt. Das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Aber es ist so großartig, Alter. Ja, weil man die Stadt der Persönlichkeiten. Es gab auch lange, lange Zeit so einen Obdachlosen, glaube ich, der hatte immer so zwei Tüten in der Hand und ja, so einen Schnauzer und lange Haare. Der Carsten. So ein bisschen Wolle Petri-mäßig. Der ist auch in meinem Man in Black, nicht in Real Life, einfach nur Man in Black Prank, keine Ahnung. In dem Video ist der drin, ist auch von 2010. Guter Mann. Und der ist verstorben, glaube ich, ja, auch schon so vor 1-2 Jahren. Und ja, es war schon vor der Pandemie. Ja, war es schon davor, okay. Ja, jedenfalls sehr sad. Ja. Der war immer ziemlich nett. Ja, über den gibt es auch 1000 Geschichten und ranken sich Mythen, dass der eigentlich ein wohlhabender Mann war und der hatte auch an meiner alten Schule wohl seinen Sohn und ist dann aber zum Abschluss irgendwie gekommen, zum hier letzten Schultag und hat da Flaschen gesammelt und all so Sachen. Und dass der eigentlich, also ich habe ja auch mal mit dem geredet, ich habe ihn gefragt, wie er heißt, als ich es noch nicht wusste und da hat er gesagt, die Initialien sind EN. Das steht für ein Nichts. Also der hat irgendwie so ein bisschen Selbsthass oder so. Und ja, das wurde ja auch immer wieder gesagt, dass er halt irgendwie mit Absicht in die Obdachlosigkeit geht, um sich irgendwie selbst zu bestrafen, weil er irgendwie früher die Frau verloren hat oder irgendwie sowas. Es gibt 1000 Geschichten. Ich weiß echt nicht, was genau klar ist. Ich kenne halt mittlerweile seinen richtigen Namen. Aber ja, also das war auf jeden Fall ein geiler Typ. Es gibt viele so in Weimar. Es gibt ja so viele Obdachlose, die man kennt. Es gibt so eine ganz kleine Oma zum Beispiel, die man immer wieder sieht. Dann gibt es so einen anderen Obdachlosen, der immer die Lippe so hier so ein bisschen hat und ein bisschen kleiner ist. Und so ein Typ, der wie Klaus Kinski aussieht, habe ich ein paar Mal gesehen, der auch Flaschen sammelt. So ein großer, blonder Mann, so mit so einem voll diesem kantigen Gesicht auch, wie Klaus Kinski. Sagt mir gerade. Den ich immer mal ansprechen wollte. Aber dann gibt es einen mit so einem großen Fuß. Der hat so einen angeschwollenen Fuß. Weiß ich nicht. Ganz, ganz wild, was wir hier alles in Weimar haben. Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja eh immer der geile Kontrast, ne? Wenn du vorm Nationaltheater stehst und da oben auf der Empore dann die Leute im Anzug ihren Champagner trinken und dann guckst du 5 Meter nach rechts und siehst da hinten bei diesem kreisrunden Ding vorm Getränkemarkt die ganzen obdachlosen Säufer sitzen. Ja, stimmt. Das ist einfach ein wundervoller Kontrast und das beschreibt Weimar ganz gut. Ja, mega. Dann das Theater, das ist ja meine Leidenschaft so ein bisschen, in dem ich auch ein paar Jahre gespielt habe, wo ich doch so ein paar Verknüpfungspunkte habe. Warst du schon mal überhaupt drin im Natürlich. Theater? Natürlich, ich war so oft beim Theaterfest auch, wenn da hier Katrin Schuchert auflegt, ja. Schuri, ja. Schuri, ja, also da steppt der Bär, sag ich mal. Die bekommt jetzt den, nicht Friedensnobelpreis, den Bundesverdienstorden. Was hat die verdient sich? Die ist auch Demokratiepädagogin und hat halt sich ihr Leben lang eingesetzt für Gleichberechtigung, für Vielfalt und so. Und kriegt jetzt von Frank-Walter Steinmeier dieses Verdienstkreuz. Schön. Genau. Die war meine Außenbetreuerin bei der Seminarfacharbeit. Und saß im Raum, als diese Sache bei mir an der Schule mit dem Hausaufgabenheft war, wo alle Leute aus Gags so Hakenkreuz und so reingemacht haben. Da saß sie mit im Raum und hat dann so als, weil sie wahrscheinlich auch gedacht hat, ich bin so ein hoffnungsloser Nazi und hat halt, und ich will es jetzt nicht verteidigen, aber hat halt auch den Gag einfach nicht verstanden, dass der größte Punker der Klasse halt Einträge kriegt, was er doch für ein Nazi ist. Das ist halt einfach lustig, auch wenn es vielleicht für euch auf dem Papier nicht lustig ist, irgendwo Hakenkreuz hinzuschmieren. Und die saß dann da mit und hat halt so, ja, ich verstehe das auch und wir müssen da wirklich mal reden. Hast du Ausländer und so? Ganz, ja, ganz komisch. Aber doch, die ist aber sehr gut. Also viele finden die richtig toll als Pädagogin und so. Ich sage nichts gegen sie. Es ist ja auch ein bisschen schwierig zu verstehen vielleicht, wenn man nicht in der Bubble ist. Aber es war halt für mich so lächerlich, weißt du. Ich habe auch nichts gemacht bei der ganzen Sache. Es war ja einfach nur mein Hausaufgabenheft. Ich habe nichts gemacht. Ich fand es aber witzig. Hab das Hausaufgabenheft verloren. Andere Klasse hat es gefunden. Und dann ging halt alles seinen Weg. Und ich saß dann da als der böse Nazi. Wusste halt, okay, alles klar. Nee, alles cool. Ich mag Ausländer. Der unangenehme Rechte in der Klasse. Ja. Noch kurz zum Theater, um ein bisschen Kultur reinzubringen. Der erste Intendant des Theaters war Goethe. Und er wollte das eigentlich gar nicht. Ja. Der wurde vom Fürsten. Ich wollte das auch nicht. Ich hätte es auch nie gewollt. Der wurde ja vom Fürsten gezwungen dazu und hat dann angefangen, das gut zu finden, das zu machen, hat dann auch Regie geführt, hat das Schauspiel revolutioniert, indem er den Schauspielerinnen und Schauspielern seinen Schwanz in den Mund gesteckt hat. Ungefähr so. Ab dann fand das gut. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass sie Sprechtraining bekommen, Schauspielunterricht bekommen und so. Sprechtraining. Sag, ich liebe dich. Ja, ist so. Ja, im Theater wird das schon sehr, sehr, sehr klar gesprochen, sehr deutlich und sehr laut und so. Ja. Wofür er viel gesorgt hat und so. Also jedenfalls, das fand ich eine spannende Story. Und er hat mal Der zerbrochene Krug von Kleist inszeniert. Ist ja so ein ganz einfacher Krimi so. Und der hat daraus einen Dreiakter gemacht. Und während des Stückes besagt die Geschichte, soll von Kleist aufgestanden sein in der Premiere. Wo ist Goethe? Und dann Goethe so, ja, ich bin hier, was ist denn? Und von Kleist so, du hast mein Stück ruiniert. Ich fordere dich auf ein Duell auf Leben und Tod. Oha. Und Goethe so, ja, komm mal wieder runter, ey. Und dann ist wohl von Kleist entstürmt aus dem Theater gerannt. Und seitdem durfte Goethe nie wieder ein von Kleist-Stück inszenieren. Fand ich, ist eine Riesengeschichte. Ich finde das echt lustig. Vielleicht sonst keiner von euch, aber ich fand es einfach cool, dass auch diese historischen Figuren halt solche Sachen gemacht haben und so schief gehen konnte. Und dass so Größen wie Goethe und Kleist irgendwie interagiert haben miteinander und dann auf diese Weise und sich angezickt haben, was ja heute auch gibt. Heute schlägt halt Will Smith irgendwie Chris Rock in die Fresse bei den Oscars und früher wollte halt von Kleist Goethe auf ein Duell herausfordern. Ja. Nichts anderes. Leider nicht vor 300 Millionen Leuten dann, ne? Das ist nicht der Unterschied. Nicht ganz, ne? Ja, vor 300 vielleicht. Das ist schon hart, ne? Was das damals eigentlich für Mikrokosmen waren, so. Wenn du damals so ein bisschen am Reisen warst, dann war dein Kosmos einfach 1 Milliarde Mal größer als der Leute, also weil es halt einfach diese Vernetzung nicht gab. Ja, du musstest vor allem, wenn du irgendwie zum Beispiel Mozart oder Bach oder so einladen wolltest für ein Konzert, dann hat es ja echt so 2 Jahre lang gedauert, bis die mal da waren, weil du musstest ja Briefe hinschicken, mussten die anreisen, es musste organisiert werden, Briefwechsel und so. Das ist schon krass, da ist er vom Konzert so ein halbes Jahr von Italien nach Weimar gefahren oder so. Da war Pünktlichkeit auf jeden Fall auch nochmal wichtig, so, ich habe mich einen Tag verspätet. Ja, scheiße. Hart. Ja, aber Weimar,
Weimar auf jeden Fall eine Stadt, kann man sagen. Eine Stadt, ja, wer anderes behauptet, ist blöd. Ist so. Nee, also ich finde das hier schon eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Es ist. Also Es ist. Weimar ist nicht Gera und nicht Gotha. Ja, es ist. Also ich glaube, es ist für mich noch der Sweet Spot. Wenn es kleiner wäre, fände ich es schlecht. Wenn es größer wäre, fände ich es vielleicht auch nicht so geil. Es ist wirklich alles hier erreichbar. Zu So, mit dem Fuß, Fahrrad bist ja. du halt wirklich in 2 Minuten überall. Das ist super nice. Und ich habe auch, seit ich vor 1,5 Jahren angefangen habe, eine Skatespot-Map zu machen, muss ich auch noch mal kurz erwähnen, habe ich sehr appreciaten lernen, wie gut es doch hier zu skaten geht. So, weil vorher war es so, hier geht ja gar nichts und so. Jetzt mit Bauhaus natürlich auch noch mal was geändert, aber es gibt hier schon echt geile Orte. Und dann, wenn ich dann irgendwie in Jena bin, wo ich früher mal dachte, ja, viel geiler und so, ist gar nicht so, weißt du? Also wir sind ja echt schon Wieso früher die gut Leute, die dabei. so Landkarten gemalt haben und gezeichnet haben, bist du gereist durch Ja, ganz Weimar ist so. und hast dann so Punkte gemacht. Und jetzt hast Ich du bin selbst gesehen. an Regentagen los mit dem Fahrrad, einfach um den Tag irgendwie zu nutzen, um eventuell einen kleinen versteckten Spot zu finden. Das ist so geil, Alter, dieses Feeling einfach. Skatestadt Weimar. Ja. Das ist wirklich, also Guck. man geht, also ich maße mir jetzt mal an, ja, man geht da irgendwie mit einer anderen Faszination durch die Stadt. Wenn du halt, gut, wenn du irgendwo touristisch bist und sagst, oh toll, hier ist ein Denkmal, vielleicht gibt dir das auch was. Aber wenn du durch die Stadt läufst mit dem Auge, du entdeckst jetzt was, was andere so gar nicht sehen, weißt du? Du entdeckst jetzt einfach, oh, hier ist eine kurze Fläche, wo guter, fahrbarer Boden ist und da ist irgendwie eine schöne Kante oder eine Stange oder so. Und dann machst du ein Foto davon und machst es in deine Spotmap rein. Das ist so ein geiles Gefühl irgendwie. Meine Theorie ist, Oberbürgermeister Herr Kleine ist ein Skaterboy. Ja. Weil damals, als wir im Stadtrat waren, zur Sitzung, weißt du noch, mit hier Ja. Daniel Kratsch von Ja. der SPD, da haben wir noch gefragt, warum es so wenige Skate-Spots gäbe in Weimar. Ja. Und der Kleine hat doch, glaube ich, sogar gesagt, es gibt doch schon einige Spots in Weimar. Was wollten ihr? Fickt euch doch. Also Zitat. Ja. So, und er hatte recht. Er hatte recht, Guck. ja, aber der größte Lacher ist trotzdem immer noch diese komische Stelle gegenüber vom Schwanensee-Bad, über das wir auch mal kurz reden können. Da ist nämlich so ein Stück asphaltiert und das ist auch offiziell für Skater, aber da ist halt nichts. Was meinen die denn? Das ist, Vom Haupteingang aus, oder? da fließt der Asbach drunter durch Ja. und da ist diese Stelle. Du kommst aus dem Schwanensee-Bad raus, gehst auf die rechte Seite bis zum Asbach und da auf der anderen Seite der Straße ist so ein bisschen asphaltiert. Ach, das. Und das ist für Skater gedacht, offiziell. Naja. Das ist ganz In der finster. Praxis glaube ich Nee. nicht. Ja. Aber das Witzige ist, dass da jetzt diese Klötze stehen, diese Türkisen, die vorher da standen, wo jetzt das Bauhausmuseum ist, wo ich lass mich nicht lügen, aber auch vor 12 Jahren oder sowas, bei Stefan Wolf im Rathaus gesessen habe und habe gesagt, hier, diese Scheiße da mit diesen Klötzen, mach das weg. 250.000 Euro hat es gekostet. Mach das weg, mach da was zum Skaten hin. Wir wollen nicht da oben in Weimar-Nord, viel zu weit draußen. Wir wollen auch nicht so eine ganzen Rampen. Wir wollen einfach nur eine gerade Fläche zum Skaten. Mach das weg. Da ist eine Hauptstraße, das stört keinen, Ja. wenn das da laut ist. Nee, ach, das ist Quatsch. Und jetzt ist es genauso gekommen. Siehst du, So. danke, Herr Kleine, Werd ich nie oder? müde, das zu sagen, Siehst weil du? es einfach genau so ist es jetzt. Wobei ja der Wolf, es war sein letztes Projekt, denn das Bauhausmuseum in der Kann Platz, sein. als er damit noch seinen letzten Wunsch erfüllt, also deinen letzten Wunsch erfüllt. Ja. Bevor ich gehe und Danke. abtrete, bekommt Robin Nosferatu noch seinen Ja. Skateplatz hier. Und unter Danke. dem Vorwand des Bauhausmuseums brauchen wir eigentlich gar nicht, der Quatsch. Ja. Weil Für die bevor Skater. das Bauhaus da gebaut wurde, war das auch so der heißeste Skatespot neben Theaterplatz in der Stadt. Da war dieser Parkplatz. Ich habe völlig vergessen, wie das aussah vorher. Echt, ja? Ich habe Schon es komplett völlig weg? vergessen, ja. Also ich habe es noch sehr gut in Gedanken. Es Da gab waren noch eine halt zwei. Straße, weiß ich noch irgendwie so, Ja. ja. Da sind auch echt viele Autos lang gefahren immer. Das stimmt. Das ist schon echt lange her. Gefühlt zumindest. Ja. Naja, Schwanensee-Bad. Im Schwanensee-Bad gab es auch immer eine legendäre Person. Ich will sie jetzt nicht genauer beschreiben, aber ich sag mal, eine Person, die da eine gewisse Autorität hatte, innerhalb des Schwanensee-Bads, Ja, über die sich auch. wie sie Bademeister ungefähr haben. Ja, so plus minus Ja. ungefähr. Über die sich auch reichlich Geschichten ranken. Also ich kenne von der Mutti, von einem guten Kumpel, dass der mal irgendwie zu DDR-Zeiten noch in der Hecke erwischt wurde, also Stasi-Spitzel gewesen sein soll.
Das sind halt alles so Geschichten, ne? Weiß man nicht, ja. Andererseits kenne ich aus erster Hand Geschichten, wie Leute zum Billardspielen eingeladen wurden mit so Zwinker, Zwinker und hey, ne, heute du Abend, ich, ihr alleine und so. Also so homosexuelle Genau, Anspielungen und aber halt immer nur an sehr junge Personen. ja. Und halt auch so, ja, also wenn ich dir einen blase, ist doch dein Gefühl so, ist doch gut für dich so. Ja. Ja, aber trotzdem, coole Personen. Gibt's in der Schwulenszene echt viele, die einfach nur Leuten einblasen wollen, weil sie gerne Pimmel im Mund Die wollen haben? einfach nur geben. Ja, ist so. Geben wollen Geben, die. geben. Und ich muss sagen, Geben statt nehmen. ich weiß nicht, also ich weiß schon, wen du meinst, weiß aber nicht, wie der aussieht. Ich kann ihn nur Okay. von Hören sagen. Und das war noch so vor der Pandemie. Da war ich im Schwarzseebad, sogar, glaube ich, mit dir und Ich Kalle oder muss so. festhalten, ist ein geiler Typ. Da ist nie was passiert, was ich schlimm fand. Ist Du einfach, kennst nur die es Geschichten gibt nur halt, ja. Geschichten und aber es ist ein geiler Typ. Ich glaube, ich war mit Vince, Kalle, dir oder so irgendwie baden dort und da war ich auf Toilette, halt am Pissoir und da kam ein Mann mit dickem Bauch rein und stellt sich neben mich, pinkelt gar nicht, nur so auf dem Penis, so richtig offensichtlich. Und ich so, hi, Aber guck wieder weg so. war es ein Nutzer oder war es ein Angestellter? Also, es war ein alter Mann in Badehose einfach. Er sah nicht aus, wie jetzt einer, der Nee, angestellt war. die Angestellten haben ja noch ein T-Shirt drüber und Der so. hatte einfach so einen Ja. dicken Bauch und guckt mir echt so richtig offensichtlich auf den Penis. Und ich nur so, hallo. Er guckt dann wieder weg, so ganz erschrocken. Du hättest dich rüber, du hättest ihn anpissen müssen. 90 Grad drehen. Das war echt weird. Da habe ich mich ein bisschen benutzt gefühlt. Das Harte. war eklig. Also, eigentlich kenne ich es von Leuten, die schielen eher am Pissoir ein bisschen rüber, weißt du, so, was hat denn der da in der Hose? Aber er war richtig so obviously. Krass. Das war Überleg dir komisch. das mal, wenn das andersrum wäre, wenn Frauen quasi so Pissoirs hätten, wo sie die sich so draufsetzen, die da halt einfach in der Reihe sind. Er gab es ja früher mal, ne? Man Und sagt ja, zu Römerzeiten haben die auch gekackt in der Gemeinschaft. ja, das ist ja auch einfach verbindend. Ja, voll. Voll. Ja. Ansonsten bin ich jetzt nicht so ein Riesen-Badefan, also ich gehe vielleicht zweimal im Jahr ins Bad. Aber ist, glaube ich, nach wie vor der einzige Zehner in Thüringen. Also Ja, ich springe ja Sprungturm. nicht. Ich springe ja nicht. Ich finde schon hier Startblock zu hoch. Na gut. Ich habe Seepferdchen. Ich meine, ich weiß, was ich tue. Ja, Ich bin Experte. ich bin Experte im Schwimmen, aber ich bin echt so erst so der Planscher. Baden, chillen und abkühlen. Ja. Auf dem Rasen setzen, Musik, Blue System hören, Pommes Ja, als essen. ich das letzte Mal hier nämlich diesen geilen, hier dieses aufblasbare Ding mit hatte, war geil, Das ne? war cool, Konnte man sich ja. so reinsetzen und einfach nur treiben lassen. Ja, wollte ich mir da auch noch mal kaufen, so ein Teil. Das war schon cool. Das Ja. stimmt. Ich bin ja so ein Monk, ne? Ich habe ja echt Angst, da irgendwie in Pisse zu baden und so. Ich bin da richtig komisch. Ich muss mich echt Ja. auf mental vorbereiten, so ein paar Tage vorher schon. Ich geh baden die Tage. Und es ist nicht eklig, wie du denkst. Da sind Chemikalien drin und so. Da ist kein Urin Na, mehr. also das Schwanzibad hatte ja irgendwie 2 Jahre komplett zu, ne? Vielleicht haben die Leute schon wieder vergessen, diese traurige Zeit. Aber 2 Sommer war es komplett zu. Und davor war es schon ziemlich räudig da drin. Muss Ja. man sagen. Also da, ich weiß nicht, es kann natürlich auch ein Qualitätsmerkmal sein, aber da sind dann halt so Algen rumgeflogen und so die Auch ganzen gehört. Ränder waren so voll mit diesen grünen Punkten und so. Und jetzt ist es ein bisschen sauberer. Gab es Aber nicht auch trotzdem so pissen jedes alle Jahr irgendwie rein. einen Toten, immer Das mindestens? sind auch nur Geschichten, glaube ich. Aber ich dachte auch, in der Zeitung mal gelesen zu haben, irgendwie sprang einer vom Zehner so auf den Bauch und Ja, so. das habe ich halt auch schon. Das habe ich wirklich vor 20 Jahren schon gehört, dass irgendwie die Oma von meinem Kumpel Robert in Ehringsdorf, dass die im Schwanzibad war und da hatten Russe, wollten Körper vom Zehner machen und das ist der ganze Bauch aufgerissen. Ich weiß gar nicht, ob das so passiert, dass da wirklich der Bauch aufplatzt, wenn du vom Zehner springst. Naja, wenn es voll drauf platscht, vielleicht. Also vom Zehner schon. Da muss man aber auch selten dämlich sein, oder? Sich nicht in letzter Sekunde zusammenzuziehen. Wenn man merkt, Ja. oh, Körper wird nichts. Also ich glaube, das sind so, ja, Urban Legends. Eine Panikreaktion vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, Buchenwald gibt es in Weimar. Das ist ein großes Thema. Gibt's Da waren in Weimar, ja. gefühlt alle mal irgendwie auf Klassenfahrt oder auf Wandertag irgendwie. Das ist das ehemalige KZ, was inzwischen eine Gedenkstätte ist, die aber sehr schlecht erhalten ist. Also da ist viel schon zerstört, also auch durch die Alliierten zerbombt und so. Und da ist einiges nachgebaut, einiges nicht. Und du musst schon in der Gedenkstätte dir viel dazu denken, weil vieles einfach nicht mehr da ist. Und ja, das war so ein Arbeitslager, ne, wo einige Menschen drin gestorben sind. Einige, Einige. ein paar, Ein paar, eine einige sehr Handvoll. viele. Ja, also ist natürlich düsteres Kapitel. Ich glaube,
als Weimarer war eigentlich jeder auch schon mal da, auch innerhalb der Schule. Also so war es bei uns, dass wir da Exkursionen gemacht Wir haben, waren dreimal dort irgendwie. mussten auch einen Vortrag halten. Ich bin da mal Snowboard fahren gegangen. Geht das dort, ja? Nein, nicht beim Lager, sondern vorne neben dem Auf dem Glockenturm auch Gelände. nochmal ein Abstand. Also ich bin jetzt nicht irgendwie auf dem Appellplatz da irgendwie rumgesurft, das wäre ja vielleicht ein bisschen geschmacklos. Ist mir kalt. Aber um das vielleicht ein bisschen positiver zu konnotieren, das ist ja auch ein schöner Wald einfach, ne? Ja, Wir klar. sind da auch nachts mal, nee, ich glaube, das war gar nicht, das ist glaube ich nicht mehr Teil von Buchenwald, oder? Bei Großobring da hinten, ist Also das auch weiß noch ich gar nicht, ob Buchenwald? das dann. Da sind wir nachts durch den Wald im Dunkeln, das war auch ein Event. Ja, also wenn man beim Glockenturm aus, so auf der linken Seite, da ist halt, wenn Schnee liegt, ist richtig geil. Da kannst du wirklich richtig gut Snowboard fahren. Es gibt auch dieses große Denkmal, ne, wo MCM draufsteht. Ja, die Assis, ne? Was fällt denen ein, vom Fame von MCM zu Die knuspern? Nazis früher, echt mal. Ja, und noch dann eine kurze Geschichte. Ich habe mal da gedreht für einen Kinofilm und war halt ein Häftling. Und da sind ja auch Da hatte ich Schauspielerinnen. mich auch erst beworben und dann war ich aber doch nicht. Ich weiß gar nicht, was da war. Das war auch so 2011 rum, oder? Kommt das hin? Naja, es gab Oder war wieder. es später nochmal? Es gab Nackt unter Wölfen, haben sie da gedreht, irgendwie so einen neuen Teil. Aber Ja. ich war bei, wie hieß denn der nochmal? Das war französisch. La Régie des Na, Violences oder dann war es, so. glaube ich, nicht. Ursprung der Oder? Gewalt. Und da bin ich über meine Agentur rein, ich habe mich gar nicht beworben. Das war so ein Agenturding. Und jedenfalls gab es da auch Schauspieler mit halt Hakenkreuzen, ne, die natürlich dann so auf den Uniformen das hatten. Und es gab ganz strenge Auflagen. Die Schauspieler, die Menschen, die irgendwelche Symbole haben, so aus der Zeit, dürfen nicht frei rumlaufen dort. Gab es extra so Angestellte, die waren am Set, da bei den, da wo gedreht wurde, aber auch da, wo die Erholungsorte sind, also zum Ausruhen, die Trailer. Auch da waren dann Angestellte von der Stiftung, die aufpassten, dass keiner irgendwie rumläuft mit diesen Hakenkreuz-Sachen. Wir mussten uns immer dann umziehen, wenn wir rumlaufen wollten oder spazieren gehen wollten. Das ist richtig streng dort tatsächlich. Ich finde das krass, dass das überhaupt da am echten Ort gedreht wird und man nicht irgendwie es als Set oder so nachbaut. Nee, erleben die, also es. Das erlauben die echt selten, aber das machen die aber auch deswegen, hat mir mal jemand erzählt, weil sie auch die Geschichte nacherzählen wollen. Also sie finden es sehr gut, dass es solche Filme gibt, die diese Zeit aufgreifen und die Grausamkeit aufgreifen. Und wenn Da das so lesen die doch respektvoller, bestimmt vorher das Drehbuch erstmal, oder? das weiß ich nicht genau, aber ich gehe davon Also wenn aus. Uwe Boll da jetzt irgendwie was drehen will, was so. Ja, aber es geht, ist auch, wenn es ein respektvoller Film ist, so, der damit respektvoll umgeht und es echt so auch zugunsten irgendwie der Opfer ist und nicht irgendwie, ja, geile Zeit damals gewesen, wir drehen jetzt Jud Süß nach oder so. Das ist blöd, aber sonst sind die, glaube ich, auch dann bedacht, dass es irgendwie, ja, stattfindet und passieren kann. Ja gut, genug von diesem Kapitel, würde ich sagen. Was ist für dich vielleicht noch so ein Geheimtipp in der Stadt oder Ja, ich muss Werbung machen für das Stellwerktheater. Das ist ja Na am klar. Hauptbahnhof. Das ist so ein Laien-Jugendtheater-Ding, wo man auch selber Stücke inszenieren kann. Also du kannst dich auch bewerben mit, hast ein Konzept und kannst dann da Regie führen. Hast dann ein Budget von, waren es 300 oder 3000? Ich glaube 300 oder so pro Stück und darfst dann irgendwie Geld ausgeben dafür. Wird mehr als das sein. Und hast dann so gewisse Aufführungen, die du machen darfst einfach. Und darfst dann von dem Ensemble dort Leute anschreiben oder ansprechen, die das dann auch spielen sollen. Also wenn du erste schauspielerische Erfahrung sammeln willst, als Spielerin oder auch als Regisseur, kannst du da auf jeden Fall dich da hinwenden. Und ich finde das richtig toll, dass es sowas gibt. Ist ein Besuch wert. Ich würde vielleicht, falls Sörtest wirklich mal hierher kommt, noch ein paar Essens-Hotspots ansprechen. Ja, unbedingt. Denn da gibt es ja einige. Also zum Beispiel Fritz Mitte ist sehr beliebt, auch bei Studenten, weil schon die besten Pommes in der Stadt, Muss man sagen, vielleicht auch ja. in Thüringen. Aber auch Mac and Cheese. Oder für die Fleischesser gibt es auch Currywürste. Genau, und dann, ja, Munzur kennt man ja aus Nossera Feedback. Munzur ist Beste. Also die machen echt guten Döner, gute Pizza auch und sind immer gut drauf. Bei Munzur höre ich aber mittlerweile auch öfter mal konträre Meinungen, dass sie nicht mehr so Fan sind. Ich finde auch bei Munzur ist es nach wie vor so, dass es am meisten eine Sinfonie ergibt und man nicht, also ich mag das nicht, wenn ein Döner einfach eine Ansammlung an einzelnen Zutaten ist. Und irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei Munzur ist es am ehesten so, dass es ein neues Ganzes ergibt für mich. Aber ich bin auch großer Fan von Zaza Ja, das hat eine richtig geile Pizza Weimar. Der beim Bauhaus um die Ecke, der relativ neu ist, 2 Jahre, 3 Jahre, der ist auch sehr gut. Der hat nämlich Halloumi aus der Friteuse, da bin ich ja eh großer Fan von. Aber ich dachte auch schon länger, die haben nur gewechselt zwischendurch, die Besitzer.
Weil die mal Wüsste ich nicht. anders hießen. Das waren auch die, die damals diesen Tiefpreis-Döner hatten, für 2,50 oder Ja, so. aber das war, als sie die aufgemacht haben, Ich neu. dachte, die haben auch den Namen geändert. Ich glaube, das war, als der Laden dort neu aufgemacht hat. Okay. Müsste eigentlich der jüngste in der Stadt sein. Und da höre ich jetzt von den meisten, dass das der beste ist. Die machen halt auch das Brot selber und sowas. Geil. Und haben, wie erwähnt, Halloumi aus der Friteuse. Und das ist halt einfach nur geil. Wobei ich allerdings nicht weiß, ob sie vielleicht in der Friteuse halt auch Fleisch machen. So. Ach so, ja, Das gute ist Frage. so eine Sache. Ja, also Servertest, da kann ich empfehlen. Ich habe auch einfach diese Ecke um Munzo finde ich halt auch geil, weil da direkt daneben noch der Asiate ist, den ich sehr gut finde. Da war ich auch mal essen, ja, so veganes Sushi haben die auch, oder vegetarisches Sushi, Und ja. da in der Nähe haben wir halt auch schon oft Magic gespielt, von daher das passt alles sehr gut Ich da. würde noch das Foco empfehlen. Es ist am Marktplatz. Es ist zwar ein bisschen teurer, aber es ist halt so Ach, wie das, ja. Vietnamese. Und der ist echt richtig lecker. Und da schmeckt es eigentlich immer. Und die sind auch super freundlich, sind immer gut besucht und so. Und das auch mit Recht. Da war ich noch nie, glaube ich. Oh, mach mal. Also, die haben auch so vegetarischen Burger irgendwie. Der Duft der Papaya ist ganz cool. Ich kann noch empfehlen, im Atrium mal auf den Balkon zu gehen. Hast du es mal gemacht? Ich habe das neulich mal wieder gemacht, nach Ja, langer, langer doch. Zeit. Wenn die den mal ordentlich begrünen würden, wäre das richtig geil. Ich hatte mal eine feste Freundin vor einigen Jahren, der ihre Schwester war angestellt im Atrium. Da hat sie uns mal so ein bisschen durchgeführt irgendwie und da haben wir auch da gestanden. Das war richtig cool, eine coole Aussicht irgendwie und ja, wird aber wenig genutzt. Das ist Ja, echt da so, stand so Hitler halt auch. ein. Echt? Naja, Cool. klar, ist doch geil. Und ich auch. Und meine Könntest mal Ex. nachempfinden. Ja, aber es ist leider nicht grün genug. Wenn das so richtig grün wäre, dann wäre das geil. Aber sonst so essensmäßig habe ich, glaube ich, meine Hotspots genannt. Ich bin ja eher übelst selten überhaupt auswärts am Essen. Meistens werde ich dann eingeladen. Was Mitleid mit dir Ja. haben, weil du isst nie außerhalb. Du Ja. isst immer nur hier Pissetoast Ja, und aber so. es ist einfach Quatsch irgendwie. Es Also ist geil. für mich ist auch mittlerweile Pizza bestellen ist auch irgendwie so quatschig so. Alleine, ich hatte neulich mal runtergesetzt, gab es diese nicht La Mia Grande, sondern so eine andere, so eine große, die sich auch brüstet mit besser als echte Pizza oder so. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Also Tiefkühlpizza. Eine Tiefkühlpizza, Die genau. hier, da, wie Nee, heißt das ist die Grande. die? Ja. Ich meine die nicht. Und also, keine Ahnung, die schmeckt halt wirklich fast wie bestellt und da bezahlst du halt nicht mal die Hälfte. Und es ist halt einfach, nee, Alter, Pizza bestellen ist so fucking teuer. Es ist Weißt du die generell. Pizza nicht? Naja, Vergleichsweise. trotzdem mittlerweile auch schon. Und City Pizza, das letzte Mal, dass da bestellt wurde hier, ja, da war der Boden ein bisschen schwarz. Oh. Und das ist nicht so geil, muss ich Oh. sagen. Wir haben erst wieder vor ein paar Tagen mal City Pizza bestellt und es war Bombe. Ungünstig. Ja, also City Pizza ist halt in seinem ranzigen Charme auch geil. Servertest, wenn du jemals in Weimar bist, friss schön bei City Pizza. Aber nur Pizza, der Rest Ja. nicht. Ich finde diese Aufläufe richtig eklig. Also richtig eklig. Wirklich jetzt. Also, wow. Unfassbar, die Pizza ist echt geil. Schön. Essen war das. Wobei, Laura Adama würde ich noch ganz gerne empfehlen. Das war die Teestube früher. Ich dachte mir, Da war ich seitdem gar nicht drin, seit es nicht die Stube ist. wir dachten, wir gehen jetzt mal wieder in die Teestube, voll was Cooles trinken. So, dann war es aber ein Restaurant auf einmal. Und es hat da echt gut geschmeckt. Die haben zwar nur so 5 Gerichte, also echt wenig, aber diese haben so richtig lecker. Auch Ja, aber ist vegan. das jetzt immer noch so, dass es halbwegs verbunden ist mit C-Keller oder machen die jetzt richtig separat? Nee, das ist schon noch verbunden irgendwie. Die haben auch noch diese Ausstellung oben, diese C-Keller Galerie, Ja. die regelmäßig wechselt, wo gerade jetzt hier dein Skate-Kumpel gerade ausstellt. Charlotte, guter Genau. Mann. Und im Dezember immer die AIDS-Hilfe, das was ich immer organisiere. Und das hat Laura Adama und das ist sehr lecker. Ja, dann geht da mal zu dieser Ausstellung hin, Leute. Ja. Bars kann man ka kaum mehr empfehlen, finde ich, weil die alle irgendwie jetzt dicht sind. Also Teestube war geil, Stubenfliege war geil, alle dicht gemacht. Also Teestube war halt für mich auch noch eine Sache, auf die ich mich so ein bisschen einigen konnte, zumal es dann auch noch den Outdoor-Bereich gab, wo dann, ich weiß gar nicht, wurde da zuletzt noch geraucht? Vorne wurde Es geraucht, gab ne? nicht Raucherbereich, es gab Ja. Raucherbereich hin, Raucher Ja. und Balkon. Im Raucherbereich sitzen, das ist, da bin ich, das habe ich, glaube ich, erlebt. Also das brauche ich, in diesem Leben brauche ich das nicht mehr. Ich habe leider oftmals irgendwie so Leute, auch Dates gehabt, die geraucht haben. Da haben wir uns halt hingesetzt, so, aber neben das Fenster und haben es dann aufgemacht, so, und dann ist es erträglich. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, Ja, ohne aber gern. soll denn ein Abend ausgehen erträglich sein oder soll der gut sein, weißt Wenn die Person cool ist, ist es mehr als erträglich. du? Ja, aber du weißt doch, was ich meine. Ist doch scheiße, ist das. Dann das Lichthaus-Kino.
Kann man empfehlen. Da laufen immer ganz Ja. coole, so Nicht-Blockbuster-Filme. Ja. Ist auch günstig. Also ich war mal irgendwie bei, zu Joker wollte ich gehen, in CineStar. Aber es war halt tausendfach teurer. Und bin dann irgendwie nochmal zum Lichthaus gelaufen. Da war es halt viel günstiger, das Ticket. Und auf Englisch sprach ich auch noch. Ja. Richtig geil. Ja, also Lichthaus ist jetzt auch nicht so, dass es nur 2 € sind. Ich glaube, der letzte Film, den ich da gesehen habe, was war Ist das auch mehr eigentlich? geworden, Waren ja. auch 7 oder 8 €, glaube ich. Aber für Jackass im Original haben wir ja auch 10,50 bezahlt oder so. Im Ah, CineStar, und das die ist schon Cola, ordentlich. was im Kino eine Cola kostet inzwischen und Nee, das Popcorn, mache ich halt Alter. eh nicht. Also im Kino Essen kaufen ist halt auch. Das Alter. sind alles so Sachen, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es fehlt mir halt auch nicht. Nee. Weißt du, ich muss nicht im Kino irgendwie Nachos für 6 € kaufen oder was es da gibt. So. Wenn ich Essen brauche, kann ich es reinschmuggeln. Was macht Beimer noch aus? Vielleicht die Thüringer Allgemeine Zeitung hat da eine Redaktion, eine Lokalredaktion, die berüchtigt ist für ihren Chefredakteur. Keine Ahnung. Was macht der? Naja, der ist ein bisschen. Also, er ist ein guter Redakteur, aber er ist sehr, sehr schwierig als Person. Also, da gab es schon Menschen, die ja so ein bisschen in ihm angeeckt sind. Ich auch schon. Der große Lester-Podcast. Nicht Lester, aber es ist einfach so. Das sind also Originale aus Weimar, weißt du? Er ist an sich ein cooler Typ, so sehr entspannt, hat auch seine Witze gemacht, aber manchmal, wenn du nicht mit ihm einer Meinung warst, war es ein bisschen schwierig. War Na meine gut. Erfahrung. Aber ich. No, no bad feelings. Okay. Der Ilmpark zum Chillen im Sommer. Da Ja. gibt es auch dann die Kiwi, die Kinderwiese, auf der immer alle Menschen sitzen und halt Kinder konsumieren. Ja. Der ist sehr groß, der Park, und da kann man immer irgendwie chillen Ja, und Kiwi habe ich ja Sonne meinen letzten genießen. Geburtstag gefeiert. Ja. Da waren ja auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, da waren noch so, obwohl wir Nuller Inzidenz haben, gab es halt noch diese Regelung mit nicht viele Leute treffen, ne? Oder zumindest nicht indoor. Ja, Outdoor war es okay, so, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wenn ich dieses Jahr was mache, wenn die Inzidenz nicht so harte ist oder wenn die Regelung, mal gucken, ich weiß es nicht. Aber kann es ja alles noch ändern, ne? Da werde ich wahrscheinlich eher sowas wie am Bauhaus, weil da ist auch gleich der Park daneben und so. Und am Bauhaus bin ich sowieso. Aber Kiwi, weiß nicht. Das war halt dann Kacke, wenn es dunkel wurde, so ein bisschen, ne? Naja, mal sehen. Aber Bauhaus kann man sich auch mal gönnen, nur das Museum nicht. Nee. Also ich war da drin. Das langweiligste Museum, was ich je gesehen habe. Und das will was heißen, weil ich jedes Museum langweilig finde. Ja, ich muss sagen, ich habe mich mal mit der Bauhaus-Thematik befassen müssen, ein bisschen näher, und war dann auch mal in dem Museum drin. Und es war schon stellenweise ganz cool. Also es waren echt Sachen ausgestellt, die ich echt spannend fand, aber halt sehr wenig. Also ich habe mir viel mehr erwartet. Es ist halt so ein riesiges Gebäude, aber du siehst dafür sehr wenig. Ja, da ist viel Hohlraum auf jeden Fall. Ja, mega. So eine Mogelpackung kann man sagen, wie so Chips, weißt du? Ja. 80% irgendwie Luft. Ich war in dem Gebäude schon drin, bevor es cool war. Nämlich als es so halb fertig gebaut war, bin ich unten eingestiegen in den Keller. Das war ein großes Event, was da noch alles an Gerätschaften rumstand. Und es gab da ein, Alter, das war eine riesige Schraube. Also sie war wirklich irgendwie 80 Zentimeter groß. Krass. Und wahrscheinlich sind die da überall verschraubt in dem ganzen Haus. Ja, das Bauhausmuseum. Was gibt's noch? Nischt. Ich überlege gerade, was noch spannend für unseren Server-Test sein kann, wo er hingehen kann. Das Atrium, das Ja. Einkaufszentrum, das ist halt so, weiß ich nicht, das ist eine Event-Etage ganz oben mit Bowlingbahn und Andi. Event-Etage finde ich aber einen sehr starken Euphemismus für das, was es letztendlich ist. Ja, du hast ein 3D-Kino dort oben, du hast Nee, das ist ein Testzentrum. nicht mehr, nicht Echt? mehr, nicht mehr, es ist Aber wieder dann ein jetzt seit einer Kino. Woche erst oder Mir so. wurde gesagt gestern von der Person, die wollte sich testen lassen, aber es ist jetzt wieder ein Kino. Aha. Dann Bowlingbahn, die echt cool ist, auch mit manchmal Karaoke Ja. dabei. Und du kannst auch Billard spielen und Also Dart. Bowling habe ich echt lange nicht gespielt. Jetzt, wo du es so ansprichst, hätte ich vielleicht Mach mal ich nicht wieder mehr, Bock. weil ich mich ekel vor diesen Löchern. Echt, ja. Ja, ich bin Ach, komisch die geworden. rein die Optik oder weil da Nee, 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 Schmand drin ist? weil da II drin ist. Von Ja, anderen ist Leuten. wahrscheinlich jetzt nicht Weil das Ende waschen und so. es gibt diese Angst vor Dingen mit Löchern. Ja, nee, also vor Frauen meinst du? Nicht genau. Die Angst vor Frauen. Nee, die habe ich nicht, aber echt so dieses irgendwie reinfassen und so. Und dann denkst du, oh Gott, wenn das irgendwie jetzt ein Manfred irgendwie in der Hand hatte, der kacken war und nicht die Hände waschen. Ja. Aber ist es denn legitim, einfach Desinfektionsspray mitzunehmen und einfach reinzusprayen? Meinst du, ist das Stimmt, warum legitim? nicht? Also das macht ja die Kugel nicht kaputt. Es gibt ja auch hier so, die Leute machen doch hier das so in so einem Lappen.
drehen die doch die Kugel auch hin und her und putzen die Ah, okay. Ja, aber regelmäßig und so. nur damit die halt besser flutscht oder keine Ahnung, rollt. Keine Ahnung, ich beziehe mich da auf mein Wissen aus Big Lebowski. Dann noch halt ein Deli für Kinder. Kann das Ja. spielen. Da ist ein Subway oben und Asiate und Also das Eis Indili ist essen. besonders wichtig für Servertest. Ja, wenn er vielleicht, weiß nicht, ob er Kinder hat oder Kinder will, keine Ahnung. The most common phobia you've never heard of. Trypophobia. Ja. So, suche ich dir jetzt mal schön ein paar Bilder raus und dann können wir mal gucken, ob du diese Phobie hast, ob das für Das dich ekelhaft ist oder nicht. war eine was Tryphobia? Trypophobia. Ja, gut, SpongeBob. So war's halt. Das ist schon eklig, ja. Leute finden das halt richtig widerlich, wenn Dinge. Da, Alter, hier, das sind halt Maden innerhalb von einem Hund. Nee, das ist eklig. Komm, das ist eklig. Oh, aber nicht wegen des Lochs, eher wegen der Maden. Ja, gut, Nee, hier. ja auch, das ist eklig. Das will ich nicht sehen. Warte, das hier ist harmlos, aber das finden halt Leute widerlich. Oh, das ist okay. Das ist ja Kunst, ein Pikachu Ja. mit Käselöchern und so. Ja, aber das ist halt für die Leute, die diese Phobie richtig Okay, haben, ja. unanguckbar quasi. Es gab ja auch so Schockbilder früher so auf Facebook mit irgendwelchen Leuten, die auf dem Rücken so Löcher haben und so. Halloween-Kostüm. Ja, ein Kostüm ist es cool, aber wenn es echt wäre, fände ich es auch eklig. Weimar ist ja auch ein Loch, habe ich auch keine Angst Das davor. finden Leute halt eklig. Ja, ist okay. Naja, gut, wieder was gelernt, Servertest. Wenn schon nicht über Weimar. Wir sind schon durch mit der Stunde, haben wir noch 5 Minuten. Jetzt noch ein paar heiße Tipps. Also Siebenbogenbrücke, die haben wir sicher schon in dem anderen Podcast erwähnt, wenn es um Orte ging. Kann man gut chillen, ja. Da haben sich zwar schon Leute runtergestürzt und sind gestorben, aber es ist halt eine schöne Aussicht und Meine da kann man Güte. hochgehen. Man kann studieren in Weimar, man kann an der Bauhaus-Uni studieren, da gibt es was wie Bauingenieurswesen, Kunst, Medienkunst, visuelle Kommunikation, Also Servertest, fang mal an mit Studieren. Kulturmanagement und auch die HFM, die Hochschule für Musik, da kannst du halt Musik studieren, Musikschulamt, Instrumente verschiedene, ja, von, weiß nicht, Schlagzeug bis Trompete und so, Kontrabass. Alles möglich. Und man merkt es auch. Ich finde auch, wenn man so durch diese Studi-Partys geht, siehst du doch manchmal, wo die Leute herkommen. Studieren die gerade Musik? Oder sind es irgendwelche Künstler, so, die so ganz bunte Klamotten anhaben, so 80er-Jahre-Jacken und so. Also du kennst die manchmal echt visuell schon, die Leute. Es gibt die ein oder andere geile Party-Location. Also jetzt mal abgesehen von den Raves, die immer outdoor sind, was ich immer ganz gut fand, entweder in Belvedere oder bei Coca-Cola, die aber nur in elitären Kreisen per Koordinate rumgereicht werden, diese Events. Die sind ja nicht public. Aber in diesem, ist das Stadtarchiv, Nietzsche-Archiv oder so, Richtung Kaufland raus. Humboldtstraße, ja. War das Humboldt? Kann sein. Also da war auf jeden Fall auch schon Kenne ich gar gute nicht. Festivität. Okay. Warte mal, das heißt anders. Das war, als Julka angefangen hat mit Studieren. Das war die erste Feier, als Julka angefangen hat. Funkhaus, heißt das so? Gibt's das? Das ist direkt neben dem Archiv. Das fand ich richtig cool Ein da. Haus von Funk. Ist halt auch einfach nur so ein komplett irgendwie leergestelltes Haus. Und ja, Gaswerk, E-Werk, die üblichen Verdächtigen halt, Kasseturm. Krasse Turm war ich sehr oft. Ja, Kasseturm ist so der Ist Klassiker. nicht mein Klientel, aber irgendwie Der war es Klassiker. immer ganz geil, so mit verschiedenen Floors, irgendwie Metal ganz unten, oben ist dann Techno und 80er. Ja. Ist schon nice. Gerberstraße ist auch ganz cool, die Gerberstraße 3. Geht. Da kann man mal hingehen, wenn irgendwelche Hardcore-Partys sind oder so, Also da ist mir Ska-Partys. die Luft dann echt zu hart stickig immer, ey. Ist er auch. Aber Also wenn du. gerade wenn du hintergehst in den hinteren Raum halt, wo dann die Band spielt, ganz Da schlimm können für wir auch mich, gleich Alter. zu den Lokalbands gehen und Musikerinnen, die es hier gibt. Frachter. Frachter zum Beispiel. Kann ich immer wieder empfehlen. Geile Mucke, immer wieder. Impermanence kann man empfehlen. Also für die Ja, absolut meine Metalcore-Fans, Musik. ja. Es gibt hier noch irgendwie so eine Sache, die irgendwie nach so einem Pokémon benannt ist. Ah ja, du hast recht. Tra tra Traumfresser, Ja, kann glaube sein. ich. Oder Diese Hypnose, irgendwie sowas. waren, glaube ich, ganz okay, aber ich glaube, ich weiß nicht, machen die was? Vielleicht kommt dann bald mal Da hast wieder du auch so ein was. Video mitgespielt, ne? Irgendwie in Ja, dem. genau, habe aber vergessen, wie die hießen. Ja, ich auch. Ja, dann wird's schon dünn. Kani halt, ne? Kani? Ich wollte mal so eine Playlist erstellen auf Spotify mit Weimarer Künstlern. Das sind gar nicht so viele. Princes of Provinces, noch eine Band, die aus Weimar kommt. Die Waren hatten nicht jetzt. apokalyptische Reiter auch von hier? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon.
Ich glaube, das waren ursprünglich Weimarer. Ja, die Ja, und ist. Heaven Shall Burn, große internationale Band, die hat hier auch einen Proberaum. Stimmt. Ich sehe manchmal immer noch den lieben Mike in der Stadt, wie er so, ach moin, eingrüßt. Moin. Der mit dem Parabelritter einen Podcast macht, den ich ja richtig furchtbar finde. Also ich weiß nicht. Ich hatte mal reingeschaut vor ein paar Tagen in seine Videos. Der ist echt so ein. Es ist so ein Meinungsblogger irgendwie geworden, Naja, ich glaube, er will echt dessen. seriöser Journalist langsam werden. Ich finde, er ist auch ein bisschen besser geworden, aber ich bin trotzdem nicht so der Fan. Aber er versucht immer so seine Meinung als die absolute darzustellen. So. Und wir machen das falsch und das ist nicht richtig und so. So ein bisschen Tubor-mäßig. Ich würde voll gerne mal so ein Ich zerstöre Parabelritter sehen von Rezo. Mach's doch selber. Zerstör den mal. Nee, keine Zeit. Ich habe den mal im Comic Attack in Erfurt getroffen. Und? Ja, War cool. geht. Hast ein Auge auf ihn geworfen? Eher auf mich. Ja. Locations haben wir ja ausführlich in dem anderen Podcast besprochen, von Oder daher. Influencer aus Weimar jetzt hier neben den Lostera. Lidiro, Alter, wie können wir Lidiro vergessen? Lidiro, die größte Influencerin aus Genau, Weimar. stimmt, genau. Größer als Goethe, größer als Schiller. Ja, oder als der Kleine sogar. Und ist jetzt auch nicht mehr bei Funk, damit sie die schön die Aldi Product Placement Kohle absahnen kann. Geil, Glück gehabt. Ja, aber die, ja, ich weiß nicht, ob die ewig hier wohnen bleiben wird. Die ist ja jetzt gerade so aus der Schule raus. Unangenehm, Alter. Die sieht ganz, also vielleicht sehe ich die immer noch so als Kind, aber die hat jetzt so mit den geschminkten kleinen Lippen und tut Ich weiß gar nicht, ganz wie die schwierig für aussieht. mich. Ich kenne die auch nur durch dich, so von Hörensagen. Ich weiß gar nicht, was die macht und wie die aussieht. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, echt alles an legendären Personen hier besprochen. Würde ich auch sagen. Wo gibt's denn für dich das beste Eis? Naja, also ich gehe nicht oft Eis essen, aber am Marktplatz gibt's so ein Softeis-Mensch. Neben der Apotheke, weißt du? Da ist so geiles Softeis, was ich ganz gerne esse. Oder halt hier am Theaterplatz gehe ich halt standardmäßig Das ist essen, ja ne? der Klassiker, ne? Venezia, ne, glaube ich, heißt das. Venezia geht ja eh jeder. Ja, genau. Ich kenne noch eine Zeit, da war in Venezia noch vorne bei dem Gebäude, was jetzt Ja, fast fertig ich repariert auch. ist. Ja. Da bin ich damals noch mit der Familie immer zu großen Festivitäten rein. Ja, als Kind, ja. Ja, Venezia, ne? Eine Kugel 1,30 oder so. Scheiß Inflation, ey. Warum muss Putin das Benzin so teuer machen, damit jetzt unser Eis so teuer wird? Das gute Benzineis. Ja. Ja, stimmt, dieser Schandfleck von Weimar ist jetzt ein Hotel geworden, oder wird ein Hotel Ja. und sieht richtig gut aus von außen. Ich bin begeistert. Aber Ja. sehr zentral für ein Hotel. Ich finde es fast schon zu zentral. Hat halt jetzt auch irgendwie 8 Jahre oder so gedauert, ne? Bis das mal Voll. dieses Mahnmal der Schande da. Ja. Ja, also es ist irgendwie weird, so ein Hotel mitten in der Stadt, aber im Grunde ist es mir auch egal. Es wird halt riesig groß sein, ne? Also, es war Da vorher schon recht groß. In der Ruine war ich auch oft drin. Da hat ja hier Mimi, die Asiatin gegenüber gewohnt damals. gab's auch. Und dann bin ich dann mit ihr da eingestiegen. Und es war schon geil. Also da auf dem Hausdach konntest du auf jeden Fall die ganze Stadt gut überblicken. Also die Innenstadt zumindest. Schön. Da war ja früher auch so ein Schild davor immer, ne? Irgendwie, wo sich die Stadt Weimar distanzierte von diesem Gebäude, dass es ja ein Schandfleck Wir wäre und können so. nichts dafür. Der Eigentümer unternimmt nichts. Ja. Naja. Ja, eine schöne Kirche ist die Herderkirche. Oh, das können wir noch sagen in Servertest. Du musst nicht irgendwo Geld bezahlen, um irgendwas dir Hohes anzuschauen. Du kannst in die Jakobskirche, ist das, glaube ich. Oder irgendwas mit J beim Rollplatz. Da kannst du kostenlos rein und ganz hoch und da aus dem Fenster Guckis dann und dann siehst du auch die ganze Stadt. Das wusste ich gar nicht. Ja, Das ist na für mich dann mach neu. das mal. Ach, geil. Aber die Kirche kennst du. Ich weiß halt nur Ja nicht, wie sie klar, es ist heißt. ja klar, sicher beim Rollplatz, ja. Ja. Da kannst Sure. du rein bis ganz hoch und sind halt nur so kleine Gucklöcher, aber das geht. Wir Immerhin. haben mal für Franz Geburtstag irgendwie 2016, 15, 16 müsste es gewesen sein. Da haben wir mal so ein. Ja, im Grunde sind wir rumgelarpt, ja. Live-Action-Roleplay. Und haben so zweimal tatsächlich, weil aus Gründen einfach übelst insane an zwei verschiedenen Tagen. Also an seinem Geburtstag hat er so einen Zombie-Larp gekriegt und dann haben wir noch, was war denn das zweite eigentlich? So Ritterscheiß, glaube ich. Ja, und dann Zombie-Apokalypse und da war das ein wichtiger Knotenpunkt in dieser Kirche. Und Funny. da war ich das erste und einzige Mal da drin. Ja, schön. Das ist Weimar immer ein Besuch wert, ne?
Viele Museen, man kann Kino, Theater essen, man kann trinken, Eis essen, man kann Skater sehen am Bauhausmuseum, man kann Rapper sehen und hören. Ja. Geil. Ja. Wir haben fast nicht über MCM gesprochen. Schade. Schön. The Duality of Man. Ja, geil, Sörte. Ich hoffe, du hast, oder alle anderen eventuell auch, hast einen kleinen Überblick bekommen. Und kommst du zwar besuchen in Weimar, dann gehen wir mal zusammen zu Fritz Mitte, essen Pommes, dann gehen wir zu Sasa, essen Pizza Weimar, dann gehen wir zu Munzo und essen den Döner. Mach das mal schön mit Und Sörtis. dann kommen wir hier so ein Ich Borg wollte gerade raus. sagen, einen Nachmittag fünf Fressalien rein. War das schon mal hier, Verreckst du? Servertest? Nee, nee. Also Also keiner nicht, jetzt von dass den ich Leuten, die wüsste. manchmal hier sind und so und auf Geburtstag. Nee, Okay. Das ist immer so lustig bei deinem Geburtstag, weiß ich immer nicht so richtig, Wer sind diese weil ihr Leute? kennt meistens mich so durch den Podcast halt und durch die Videos und manchmal sprechen die einen an und de denken manchmal, dass ich sie auch kenne. Das ist immer so lustig und muss ich immer fragen, wer bist du eigentlich? Ja, die Namen kennst du ja dann in der Regel. Meistens schon durch die Chats und so in Kommentare. Also sorry, deswegen, ich mag euch alle, aber manchmal weiß ich halt nicht, wer ihr seid. Also war nicht böse gemeint und viele kenne ich ja inzwischen jetzt auch, die ich jetzt auch mag. Ja. So. Schön. Gut, dann war's das. Vielen Dank für diesen wundervollen Hörerwunsch und fürs Hören dieses Jan Hörerwunschs. kauft gerne noch mehr Hörerwünsche. Es war jetzt irgendwie 31 oder so. 41. 41, krass, 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 krass. Fleißig, So alt ist Falco nicht mal geworden, 41. Also für jedes seiner Jahre einen Podcast, einen Hörerwunsch. wenn es am besten, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Genau, hat er auch gemacht. Es steht noch ein Podcast aus zum Thema kulturelle Aneignung, Dudelsack spielen, Ja, quasi. aber da möchten wir bitte jemanden reinholen, der eine andere Meinung hat. Der betroffen ist, ja. Also Eine Person, die kulturelle Aneignung böse findet. vielleicht auch ein Schotten. Das soll ja Vielleicht. auch um das Thema gehen. Ja. Oder aber auch eine Person, die halt ein People of Color ist, ja, ein POC, die betroffen ist von kultureller Aneignung, so, ja. Und dann abfragen, gucken, wie man über das Thema reden kann in einer respektvollen Weise. Gerne einfach mal schreiben, dann können wir euch mal über Discord reinholen für ein paar Minuten oder so. Dass nicht nur hier zwei Cis-Männer hier sitzen und sagen, ja, ist ja alles okay und ist nicht so schlimm. Wir wollen mal eure Perspektive hören, weil wir hören euch zu. Wir sind der Podcast der Zuhörer. Gut, dann höre ich auch gerade zu und zwar höre ich sehr laute Musik. Ja, Au! die Aufregung. Ah, Schluss jetzt.